Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Victoria 3 Frankreich Let's Play. Wir versuchen so viele Achievements zu machen, wie irgendwie geht. Und ja, dabei irgendwie zu überleben, ich weiß auch nicht. So, hier haben wir jetzt. Der französische Staat ist die alleinige Autorität in Nordrhein. Wir verlieren 5% Autorität, aber bekommen minus 10 Bürgerkriegshasse nicht gesehen. Das ist schon mal gut. Und hier hätten wir noch was. Minus 25% Staatsabzüge durch Aufruhr, plus 10% Sterblichkeit. Radikaler. Ich finde das hier doch okay, oder? Achso, die werden radikaler. Minus 10. Machen wir mal das hier. Ich weiß gar nicht genau, was das hier bedeutet mit diesem Genossenschaftsbesitz. Das Problemchen ist, dass die Landbewohner, wir müssten denen irgendwas zukommen lassen an Positivität. Ich glaube, dann überlegen die sich das nochmal und geben quasi auf. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich sag mal so, wir haben ja jetzt erstmal eine Menge zu tun. Wir müssen mit Italien irgendwie klarkommen. Die fanden uns ja zuletzt ein bisschen doof. Kraftwerke ausbauen, abgeschlossen. Okay, stabile Energieversorgung. Dampfturbinen. Dampfturbinen 6K. Ich nehme mal die Forschung mit hier. So, machen wir die mal direkt im Anschluss, weil wir das jetzt gerade mal haben. Also, wir versuchen hier die Proportionalsteuern durchzudrücken. Vielleicht macht das, hat das einen Einfluss auf die Revolution, dass es denen einfach auch nochmal richtig gut geht. Steuerlast runter, alle sind ein bisschen glücklicher. Die Landbewohner sind bei minus 1, ne? Wir müssen, ich weiß es auch nicht. Wir müssen denen irgendwie die Existenz entziehen. Das ist das Problemchen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die Proportionalsteuern jetzt durchkriegen. Theoretisch müsste das so sein, mit 71%. So, Streitkräfte kriegen 2 abgezogen. Das wäre ungünstig. Oder, ja, 2%, ich glaube, das soll, 2/3, dass das schlimmer wird, das sollten wir nicht riskieren. Deswegen machen wir das mal so. Hier ist Italien, Nordafrika, Lichtbogenverfahren, okay, für Stahlwerke und Lichtbogen als Technik, na gut. So, wann ist denn hier soweit? Am 18. September. Südafrika ausgeschlossen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ja, wundervoll. Ah, Freunde, jetzt schreibt mir hier mein Freund. Der hat gerade einen Ausweis gefunden auf der Straße. Interessant. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt Fettsteuern. Und derzeitige Stufe heißt Einnahmen 1,04 Millionen. What the heck? Im Leben nicht, oder? Oh doch, tatsächlich krass. Mach mal Pause. Okay, also 163k haben wir jetzt. Das heißt, wir werden jetzt einmal die Steuern senken. Oh wow, dann haben wir wieder Minus. Das ist ja verrückter Scheiß. Pass auf, dann werden wir die Regierungsgehälter vielleicht ändern. So in einem ersten Schritt und in einem zweiten Schritt vielleicht hier nochmal ein bisschen ändern. Unrealisierte Steuern, guckt euch das mal an. Ne? Das ist schon auch krass.
Warum sind das eigentlich unrealisierte Steuern? Die Steuerungskapazität ist halt schlecht, ne? Bau eingereiht. Regierungsverwaltung. Mhm. Okay. Also gut, ich meine, noch mal einen runter macht einfach mal 100.000 miese. Wir sparen erstmal einen Moment lang, würde ich mal sagen. Also, wir können hier gerne noch mal gucken. Selbst das hier, ich kann das nicht. Selbst wenn ich das wollte, es ist einfach nicht freigegeben. Und es liegt daran, dass wir keine Retro-Republik haben. Und das müssen die halt einfach einsehen. Ich meine, es nützt halt nichts, ne? Was soll man denn sagen? Es nützt halt nichts. Wir können doch mal gucken bei den Landbewohnern, ob wir denen irgendein Gesetz in Aussicht stellen können, was die cool finden. Geschlossene Grenzen, Räterepublik. Migrationskontrollen. Was wäre denn, wenn wir das jetzt machen würden? Würden die dann Ruhe geben? Ja, die würden Ruhe geben. Das ist ja lustig. Ja, natürlich sofort wieder löschen. Ich das jetzt mal mache. Gucken, ob die dann direkt wiederkommen. Ja. Aber sie kommen mit Null wieder. Das ist natürlich schön. Okay. Ja, das natürlich, das müssen wir natürlich dann wissen. Ne? Also pass auf, dann machen wir doch Folgendes. Dann nutzen wir doch das System. Warte mal, was waren wir jetzt? Was haben wir jetzt für ein Datum? Wir waren jetzt 29. Oktober. Dann gucken wir doch mal. Da gab es doch bestimmt schon Autosave. 29. Oktober. Hier, nehmen wir mal das Autosave. Das ist ja verrückt. Okay, dann können wir das aber wissen. Dann können wir die zumindest einmal aushebeln, wenn die in so einem sehr gefährlichen Bereich sind. Ja, wenn sie kurz vor der 100 sind oder so. Falls sie sich nicht automatisch irgendwie erledigen. Ja. Verrückt, verrückt, richtig verrückt hier. Was haben wir hier? Hm. 50-50, wir nehmen 50-50. Achtung. Ja, hervorragend. Wenn wir die natürlich auf 0 kriegen würden, dann würden die auch verschwinden. Aber das haben wir halt nicht, ne? So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Hier, kulturelle Ausgrenzung. Es ist immer noch nicht möglich, die hier irgendwie in den... Ach, warte mal, wenn wir die Landbewohner mit in die Regierung nehmen würden, geht das? Geht nicht. Ah, die unterstützen gerade so eine laufende, hast du nicht gesehen. Das ist natürlich bedauerlich. Zurücksetzen, 82... Wenn die Streitkräfte mit reinnehmen, dann mit 73, das wäre auch ungünstig. Ja, das hier können wir gerade nichts machen. Altersrenten. Das Ding ist, ich glaube, ich kann jetzt gerade mal gar nichts machen, weil ich jetzt warten... Opa, wo sind wir denn hier? Weil ich jetzt warten muss, wie das mit dieser Revolution hier abläuft. Ja, weil wenn ich die nämlich jetzt wieder... Ja, ich weiß es auch nicht. Wie werden wir die los? Die werden wir auch nicht los, ne? Historische Figur, mehr erfahren. Guck mal, da gibt es einen Webbrowser-Link. Schön. Jean Jaurès. Es gibt Jaurès, mein Freund. Interessensgruppe. Der Agitator hilft dieser Revolution. Was ist denn mit dem los? Also, da frage ich mich manchmal wirklich. Was ist das denn eigentlich für Quatsch? Wird sich Bewegung für Genossenschaftsbesitz beschließen, anschließen? Ja, aber das will ich doch gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Bin ich da irgendwie einmal falsch abgebogen oder was ist hier eigentlich los?
Wird Bewegung für Stufensteuern beschließen, Kunden. Hatten wir den doch schon? Achso, nee, das war die Stufensteuer, alles klar. Ja. Technokratie, Genossenschaftsbesitz. Staatsatheismus beschließen. Geht das? Können wir das? Nee. Nicht Teil unserer Gesetze. So, das sind jetzt die Wahlen. Kriegen wir die noch hin? Vielleicht kriegen ja die die Kommunistische Partei in die Regierung. Dann halten die ein bisschen die Klappe, glaube ich, ne? Gebäude vom Typ Kaserne in Bretagne wird zerstört. Ernsthaft? Oh, was haben wir denn hier? Kasernen. 20 Stück werden zerstört. Aber deine Mutter, oder? Ist das so? Wir testen das mal aus. Ja, tatsächlich alle komplett weg. What the heck? Okay, wir bauen die direkt wieder auf. Das ist ja crazy shit. Verwüstung. Gut, das ist jetzt nicht so das Drama. Wir sind wieder 8 bar, das ist gut. 20,7. Wie lange hält denn das eigentlich noch an? Eieiei, noch 3 Jahre, 30 Prestige, noch 4 Jahre und hier haben wir noch was. Noch 11 Jahre lang haben wir diesen Verrufen als Verfall. Ungünstig. Jetzt fällt mir da gerade was ein. Was wäre denn, wenn wir die Osmanen noch dazu nehmen? Die habe ich, ich habe euch neben Mittelmacht. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, irgendwie euch uns anzuschließen. Warte mal, Diplomaten, Embargo. Wie wäre es denn, wenn ihr euch, habt ihr nicht Bock, uns irgendwie zu unterstützen? Beziehung schlecht, aber das, daran können wir ja arbeiten. Guck mal, daran können wir ja arbeiten. Und vielleicht geht ja dann hier was ab. Handelsvertrag. Naja, guck mal hier. Die sind natürlich auch mit allem und jedem hier. Was ist denn mit Preußen? Schlecht. Interaktion. Beziehung. Warte mal. Das mit Spanien lassen wir mal. Aufhören. Und wir gehen mal Preußen. Vielleicht hat das ein bisschen mehr. Handelsvordings hier. Das ist ja schön. Sind überschlecht. Naja, gerade sind sie noch schlecht. Wir arbeiten dran. Handelsrouten aufgelöst. Gar kein Problem für uns. So, hier hätten wir die Landbewohner, Tod eines Märtyrers, minus eine in Gruppenzustimmung. Die sind schon bei minus 4, das heißt, wir sollten die vielleicht nicht provozieren. Oder hier plus 10 Protest. Radikalität. Ich glaube, das macht... Ah doch, ich wollte gerade sagen, das macht keinen Unterschied mehr, weil die schon so unfassbar laut sind, aber tatsächlich macht das einen Unterschied. So, die Wahl ist in 85 Tagen... Am 14. Mai. Und hier. Ja, da geht noch mal einmal was dazu. Na, gucken wir mal. Das müsste sich so gerade ausgehen. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Ist ein bisschen wild gerade. Das gebe ich auch zu. Ist ein bisschen wild. Aber wir machen Plus. Wir häufen ein bisschen Geld an. Das ist gar nicht so schlecht für einen bevorstehenden Krieg vielleicht oder so. Elektrizität haben wir gar keine hier. Haben wir kein. Ich sehe kein. Ach, hier. Ah, haben wir noch ein bisschen zu wenig. Okay. Ah. Die haben mal aufgehört, uns in den Po zu beißen. Ja, sagst du? Ist ja auch schön. Nahrungsersatz.
Hier, ändert den Fortschritt um 10% und wir bekommen nochmal... Ja, wir bekommen ein bisschen weniger Steuern. Machen wir. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, 81, das ist okay, glaube ich. Wir gucken, was bei der Wahl rauskommt und dann entscheiden wir, was wir mit der Revolution da anfangen. Die muss halt weg, ich weiß nur nicht wie. Und eine Räterepublik werde ich jetzt ganz sicherlich nicht beschließen, also ganz ehrlich nicht. Nö, nö, nö. Da werde ich mich mit Revolution und allem drum und dran, notfalls, und so, nee, auf gar keinen Fall. So, was haben wir jetzt hier? Die rote Angst. 30, ach so. Wahlen, guck mal hier. Die rote Angst. Es gab mal die rote Zora. Okay, ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt. 30% wird der kommunistischen Partei. Oh, die haben eh schon so ein schlechtes Momentum. Minus 20 für die kommunistische Partei. Und zwei Interessengruppen Zustimmung verlieren die. Oder 10 Moment für die kommunistische Partei. Machen wir doch das mal. Ich glaube, das ist am wenigsten schadhaft. Obwohl andererseits, ich hätte vielleicht das andere nehmen sollen. Naja, gut. So ein bisschen ist ja die Idee, wenn wir die jetzt vielleicht mit in die... Was passiert, wenn wir die mit in das Dings nehmen? Ne? Mit in die Regierung? Ob die dann aufhören quasi? So, Bums, da ist die Wahl. Und... wir haben eine gute Regierung. Wir können das jetzt mal umbilden. Aber es gibt nichts. Das ist interessant. Wir können die nicht mit reinnehmen. Das geht nicht. Tatsächlich. Nope, nope, nope. Also wir haben eine legitime Regierung. Das ist doch super. Dann lassen wir das auch so. Wir können nochmal bei den Steuern gucken, aber nochmal 200k Miese können wir uns nicht leisten. Das ist bedauerlich, aber so ist das. Ach, mir fällt gerade ein. Wir wollten hier mal gucken. Naja, die zahlen ja zumindest nicht, also die zahlen jetzt quasi die wenigsten Steuern von allen dreien, aber 20% sind dann immer noch viel, ne? Und damit immer noch das geringste Einkommen. So, wir müssen jetzt hier mal einen Punkt noch abwarten. So. Minus 10% Bürokratie, Autorität, Bürgerkrieg, Kaling, Kaling, Kaling. Oder, oh, haben wir das jetzt verpasst vielleicht? Mach mal eben Schluss, mach mal eben Räterepublik rein. Verschwinden die jetzt? Die sind doch jetzt weg, oder nicht? Ja, jetzt sind sie weg. Jetzt werden wir das hier wieder abändern, beziehungsweise wir können das dann eine Zeit lang laufen lassen. Wobei, nee, ich glaube, die sind hier alle pinselig deswegen, ne? Was machen wir denn da jetzt? Pass mal auf, wir machen das so. Wir ändern das wieder. Und wir können auch gucken, ob wir ein anderes Gesetz stattdessen machen. Hier hätten wir noch eins der Proportionalsteuern. Da würden wir Verluste machen. Das machen wir natürlich nicht. Hier gibt es auch nichts zu machen. Ja, gibt jetzt nicht Wohlfahrtskrankenhäuser. Hier öffentliche Krankenhäuser könnten wir mal machen. So. Altersrenten wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, wir machen das mal. Gehen wir mal zurück hier. Abbrechen. Altersrenten. Altersrenten. So, ich weiß gar nicht, wer das unterstützt. Die Gewerkschafter unterstützen das. Die sind hier auch in der Gewerkschaft, die Gewerkschafter. Von daher alles gut. Altersrenten werden jetzt hier gemacht. Schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch, da sind wir wieder. Ich verstehe das nicht. Was wollen die bloß von mir?
Können auch hier nichts machen, ne? Wir könnten die Sterblichkeit ein bisschen hochsetzen. Pass mal, ich speichere das mal eben ab. Mal ganz kurz gucken, ob das funktioniert, dass man das gleichzeitig quasi machen kann. Das eine rein, das andere raus. Also sagen wir mal, wir würden jetzt hier das rausnehmen. Das dauert 50 Wochen. Ach du heiliger Bimbam. Das ist ein ganzes Jahr. Das andere wäre ein ganzes zweites Jahr. Das heißt, das können wir knicken. Ja, ich sag mal so. Dann geht's jetzt mal lustig auf die Revolution zu. Hoppala, Momentchen. So, das machen wir erstmal weg. Das haben wir nichts zu tun. Handelsroute Opium ist inactive. Das können wir auch mal schließen hier. Opium auf dem Markt, ja, ist ein Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, also was heißt nicht so ganz genau, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wie wir das irgendwie in den Griff kriegen sollen. Ich werde das nicht beschließen, definitiv nicht. Das Einzige, was man halt machen könnte, wäre halt vielleicht gucken, ob wir irgendein Gesetz finden, was die quasi auch wollen. Kein Kolonialamt, das kann ich halt auch nicht machen. Geschlossene Grenzen. Nationalmilizen. Oh, hier. Einfach mal minus 10 Fortschritt. Ja, minus 25% politische Stärke. Eieiei. Wäre das was? Pass mal auf, wir gehen mal hierfür. Das sind natürlich 10%, ne? Oder was haben wir hier? Seraphine Fit Herb. Feminist. Ja, nee, die hat. Also die hat schon mal nichts hier. Aber die, also die Frage wäre, ob wenn man denen jetzt die politische Stärke wegnimmt, ob die dann quasi. Wir versuchen das mal. Wir nehmen ihnen die Stärke weg und gucken, ob wir da mit irgendeinem Effekt erzielen. Vielleicht war das auch falsch, vielleicht hätten wir den einfach auch die 10% nehmen sollen. Hm. What the heck? Was haben wir jetzt? Gehaltssubventionen bewahren. Also erstmal, ja, offensichtlich sind die hier quasi aufgeweicht und sind verschwunden. Und jetzt haben wir die hier mit 18, die wollen Gehaltssubventionen bewahren, die Industriellen. What the heck? Also ich meine, übrigens in der Vorbereitung zu diesem Let's Play habe ich irgendwann mal ein Video gesehen von jemandem, der auch Frankreich gespielt hat, um mich mal so ein bisschen einzugrooven. Die ersten, keine Ahnung, also ich habe die ersten 1, 2, 3 Folgen bei ihm geschaut und da hat er gesagt, naja, die Franzosen machen halt das, was sie am besten können. Sie werden an jeder Stelle eine Revolution ausrufen. Ja, das tun sie auch scheinbar. Bertrand Humbert, wer ist das? Der gehört zu Intellektuellen. Okay, 70%. Der bekommt Interessenspop, Gruppenanziehung und Ruck. Minus 30% Erlassungszeit. Bam, das machen wir mal. Dann sind wir da relativ schnell. Ich meine, wir können die Altersrenten auch reduzieren. Ich finde aber, wenn wir Altersrenten ausgeben, haben die Menschen ja auch mehr Geld. Ich meine, das ist doch einfach nur gut. Oder nicht? Naja, gut. Halleluja, was geht denn hier ab?
Hier ist gerade radikal. What the heck? Können wir uns da jetzt einmischen? Können wir jetzt gerade sagen, das ist der Moment, wo wir uns. Warte mal, wir speichern erstmal. Ach, ihr seht schon, ich nutze hier jede Gelegenheit. So, nicht nur zum Speichern, auch zum Ausprobieren. Da wird sogar gekämpft. Wir sehen uns diesen Feinden gegenüber und die haben tatsächlich nichts in der Hand gerade. Die sind richtig schwach. Also bestätigen wir das mal. Wir probieren das mal aus. Wenn es nicht klappt, laden wir nochmal neu. Das ist kein Problem. Ich würde gerne den Button haben, alles mobilisieren. Ernsthaft. Ich mag dieses fertige Trappel am Ende. Das ist einfach echt schön. Es wäre halt doof, wenn denen jetzt halt irgendwer noch helfen würde, ne? Das wäre richtig doof. Oder der große Eisenbahnraub. Was haben wir hier? Minus 5% Autorität. Ungünstig. Und das hier. Kriegst du hinzufügen. Also wir müssten nur ein bisschen Glück haben. Tiefenverteidigung freigeschaltet. Ja, hervorragend. Die Frage ist, ob wir uns das leisten können. In der Garnison. Warte mal, über die Gebäude geht das. Entwicklung. Grabeninfanterie. Motorisierte Aufklärung. MG-Schützen. Hier ist spannend, wenn da jetzt keiner dabei. Achso, ich glaube, die dürfen noch gar nicht, ne? Aber ich glaube, wenn sie dann. Also, wenn da keiner da mitmacht, dann kriegen wir das einfach. Die sind ängstlich, das ist super. Der Rebellenarzt, auch schön. Minus 5. Oder minus 5 radikal. Meinetwegen so. Jetzt sind wir hier. Ach, kommt. Können wir irgendwen beeinflussen? Uns irgendwie für irgendwas? Ich putze euch auch die Latrinen. So, wir haben den Moment gut abgepasst, glaube ich. Wenn wir eine Chance haben, dann jetzt. Neigt in Richtung. Was? Niemand neigt momentan in irgendeine Richtung. Wir müssen ein bisschen aufpassen, was hier passiert. Es ist halt sehr viel auch. Ja, wir kriegen schon mit, was passiert. Ich denke, wir kriegen schon mit, was passiert. Wir haben definitiv die meisten, aber wir haben auch nicht so viele. Wo sind denn unsere Leute alle? Warte mal, wir müssen mal ganz kurz. Bleibt mal. Ach, hier müssen wir noch ein paar Leute aktivieren, glaube ich. Hier, guck mal, Occitanien. So, jetzt müssen die alle mobilisieren, ne? Aha. Ist ja schön. Mobilisieren wir die erstmal alle. Nein, können wir nämlich alle nicht. Also bitte, bitte, liebe Entwickler, da muss es einen Button geben, alle mobilisieren. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist auch.
Sonst noch irgendwen? Ja, Frankreich Hauptquartier können wir noch mal 10 machen, meinetwegen. So, und wie geht das eigentlich mit denen hier? Wehrpflichtige einberufen. Okay, die werden wir mal. Hier Burgund, Champagne, Flandern, Franche-Comté, alles was hier bei uns im Festland ist. Guyenne, Französisch-Niederlande. Die werden wir alle jetzt. Damit direkt klar ist, wer hier Widerstand leistet, der hat es mit allen zu tun. Auch mit den 34 vom Rheinland. Auch wenn die vielleicht ein bisschen betroffen sind, ne? Aber egal. Okay, so. Ja, so, einfach nur mal ein bisschen hier flexen, sagt man ja, mit den Muskeln und so. Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist um. Jetzt wird es ja spannend. Wir machen auch gerade 138 Miese, richtig gut. Wir machen mal ganz kurz ein bisschen schneller. Reisende Aasgeier. Die Industriellen. Nee, die wollen wir jetzt mal nicht stärken hier. Ja, oder vielleicht auch doch. Mist. Na gut. So, ich würde ganz gerne hier einfach nur dieses kleine Fitzelchen haben. Also wirklich, ihr müsst uns gar nicht... Französische Beziehung mit der Schweiz verbessern sich um 20? Ich glaube nicht. Ja, warum nicht? Verbesserte Beziehungen sind immer gut. So. Keiner macht mit. Ja, hervorragend. Alle sagen, sie sind neutral. Und Österreich-Ungarn lenkt ein. Na, das ist doch mal ein schönes Folgenende, ne? Dann sage ich an der Stelle, ja, wir haben gewonnen. Ich meine, vielen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge, warte mal, das werden wir jetzt hier noch schnell noch machen. Kading, 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 kriegen wir noch schnell das Achievement. Wo ist es denn jetzt hier? Oder haben wir das schon? Warte mal. Rheinland. Haben wir das jetzt schon bekommen? Ich sehe es schon wieder nicht. Hier die natürlichen Grenzen. Ja, tatsächlich. Alle französischen Heimatlandstaaten besitzen. Alle französischen Heimatlandstaaten besitzen. What? Alle französischen Heimatlandstaaten besitzen. Okay, da müssen wir jetzt mal überlegen, was ist das? Ist das das hier? Oh, bitte nicht. Heimatländer, französisch, provinzialisch, norditalienisch. Oh, echt jetzt? Das auch noch? Ist das ein Heimatland? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.